Und ich sage, Produktionsfrei auf die Plätze, fertig, los für den lokalen Matadoren hier aus Brück, Florian Keil und parallel dazu Sven Müller aus Alsdorf. Ja, liebes Publikum, das ist natürlich besonders schwierig hier mit vier Pferden. Das ist derselbe Parcours, wie mit den Zweispännern zu fahren ist. Und da ist natürlich die Geschicklichkeit nicht nur der Pferde, sondern des Fahrers auch gefragt. Weil man muss natürlich jetzt nicht zwei Pferde lenken, sondern vier. Und hier unser Florian Keil sehr flott unterwegs, aber auch auf der anderen Seite unser Sven Müller hier sehr rasant im Hindernis der Firma Mapco, der Autopartner Hindernis, unser einer der Hauptsponsoren, und das ist das Hindernis Autopartner. Ihr Autopartner ist der Online-Shop für Kfz und Verschleißteile rund um Bremsen, Fahrwerk, Lenkung, Motorfilter, Antrieb, Lagerung. Der Autopartner ist das Produkt für alle wichtigen europäischen, asiatischen Fahrzeughersteller. Wie gesagt, einer unserer Hauptsponsoren, der Mapco Autopartner. Und wir schauen wieder mal auf unsere Gespanne hier. Florian Keil sehr rasant am Richterturm vorbei und fährt jetzt ganz gekonnt hier über die Brücke. Ebenfalls auf der anderen Seite unser Sven Müller. Ja, das ist gar nicht so einfach, weil man hat natürlich auf die Vorderpferde nicht so die Einwirkung wie beim Zweispänner. Also hier ist sehr viel Vertrauen und Sicherheit gefragt. Man muss sehr viel trainieren, um die Pferde hier sicher durch den Parcours zu bekommen, damit sie wissen, was der Fahrer hinter ihnen so möchte. Ja, hier bei Florian Keil ist gerade ein Strang der Vorderpferde abgegangen. Da ist natürlich auch Fairness gefragt vom Fahrer, dass man wirklich anhält und das in Ordnung bringt. Jawohl, Riesenapplaus für ihn. Doch Pferdefreundlichkeit ist hier wirklich groß geschrieben. Und auch für die